Hallo Leute, und weiter geht's. Neues Let's Play. Und heute mal ein bisschen länger. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Bisher waren die ja immer so zwischen 6 und 10 Minuten die Videos. Jetzt dachte ich mal, so ein so eine Länge von ca. 20 Minuten. Und mal gucken, was davon da irgendwie ein bisschen besser. Oh! Ankommen. Scheiße. Na? Okay. Was war das denn für ein Angriff? Ah, ich habe auch das Gefühl, die werden so langsam stärker. Das sieht verdächtig aus. Yes. Klack, klack. Und dann weiter. Hm? Da müssen wir noch irgendwie hin. So, okay, gut. Dann machen wir es eben so. Hey! Alles klar. Auf geht's. Aber man muss alles mitnehmen, ne? Nützt nichts. Ja, der Endboss gerade eben, der war echt nicht schlecht. Ich habe das erste Mal auch gegen den abgelost. Hab das auch gar nicht im Let's Play gezeigt. Ah! Weil man muss ja auch nicht dann alles doppelt sehen, ne? Wenn es gewollt ist, sagt Bescheid. Und als hätte ich es geahnt. So, weiter. Gehen wir mal da unten hin. Okay. Ja, so dieser linke Sektorbereich. Ja? Ja, machen wir mal. Klack, klack, klack. Und weiter. Bin gespannt, ob ich das alles ohne Controller schaffe. Ah, da war ja auch noch einer, okay. Was ist das? Was ist das? Oh. Die Viecher sagen mir gar nichts. Ja, jetzt stand ich gut. Ja. Lackt er ein bisschen. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Yes, was ist das denn? Ach, perfekt. High Jump Boots. Ja, die brauche ich auch. So,
Den da oben wollen wir doch haben. Schlag! Wenn es immer so einfach wäre. Ja, mal schauen, was ich... oder was uns... noch so alles erwarten wird. Also die... Endbosse, beziehungsweise das Endbosse, diese Zwischenendgegner, also... die kannte ich überhaupt nicht. Die gab es auch damals nicht. Von daher war ich echt überrascht und fand ich auch total geil, weil ja, man rechnet ja nicht damit. Auch wenn da irgendwie so ein Metroid oder so plötzlich aus dem Boden sprengt. Ah, okay, gut, perfekt. Ah. Da haben wir ihn. Hätte ja sein können. Ja, ich erinnere mich ja auch noch daran, dass damals dann die Metroids auch immer stärker wurden, also mehrere Formen von ihnen gab. Und da bin ich mal richtig gespannt, wie die aussehen werden. Und wie stark. Was hat das für einen Grund, dass ich hier rein kann? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Falsch. Warum ging das denn nicht? Irgendwie habe ich da wohl was übersehen. So, wohin wollen wir? Mal wieder zurück. Thank you.
Also ich denke, es geht nicht anders. Ich werde mir einen Controller holen, fertig und dann ist gut. Dann haben wir auch das Thema beendet und erledigt. Ah! Was ist denn das jetzt? Weil ich habe auch echt Bock, noch irgendwie weitere Metroids davon durchzuspielen und... Jo. Warum nicht? Okay, irgendwie ist er drin und muss da raus. Will ich das gar nicht. Nee, so soll das gar nicht sein. Ich will das schon gerne drin bleiben. Jawohl. Ja, geil gemacht. Da kann ich bestimmt auch durch. Okay. Gehen wir aber erstmal hier lang. Mal gucken, was da so ist. Da ist auch noch ein Raum. Guck an. Wave Beam. Ah, jetzt kann ich durch die Wände schießen. Perfekt. Jawohl. Guckt euch das an. Ist das herrlich. Und ist da unten was? Nein. Vielleicht dahinter. Okay. So funktioniert das. Los geht's. Das haben wir gelernt. Und auf geht's. Bereich. Weil da erinnere ich mich, dass man da hochspringen konnte. Ja. Und da ist es. Ah! Och Gott, ey, jetzt reicht's aber. Gefährlich werden. Ach nee, da war ich ja schon. Da war ich schon. Ach. Guck an. Ja, dann eben mal ein bisschen das abchecken, was hier so ist. Vielleicht gibt es da noch ein Versteck oder so. Tank oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall einmal zwischenspeichern wäre nicht verkehrt. Es kann immer gut sein. Das war knapp. Dass ich mal schön verkacke. Ach, guck an. Okay, ich würde sagen, bevor ich da unten nämlich reingehe, ich erinnere mich, speichere ich einmal ab. Das wäre besser. Zwischen einem Gegner. Zwischengegner, nicht ein Gegner. Oh, ich freue mich. Oh, ist das geil. Oh,
Und dieses Teil, da weiß ich auch noch nicht. Da muss ich ja mal schauen. Ach. Na komm, nimm mir den mit. Und diese graue Tür da oben, also... Die kann man noch nicht öffnen. Da muss ich irgendwie was für tun. Aber ich weiß noch nicht was. Tatsache. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ah. Auf, da hinten zu bellen. Auf. Nein. Ja. Hör auf, da hinten zu bellen. Was ist denn mit dir los? Du bist heute richtig viel draußen. Da gibt's gar nichts zu bellen. Die gute Emily. Muss ich auch noch mal ein Video von hochstellen. Also hochladen. Auf meinem YouTube-Channel. YouTube-Channel. Oh Mann. Aber es bringt so Spaß. So, was ist hier? Noch einer. Von diesen Wichsen. Muss ich dafür runter, oder? Gehen wir erstmal mit der anderen Seite. Erst mit anderen. Ich erinnere mich auch noch, dass man auf dem Gameboy konnte man richtig in dieses Ei reinsteigen. Ja, guck mal. Sieht nach Hüpferei aus. Na, wo bist du, kleiner Pups? Das könnte kostbar sein. Ist denn jemand? Ah, oh. Ach doch. Wichser. Ah. Ja. Hast du es? Schön von der Tastatur geowned. Bitch. Biatch. Pschor. Geschafft. So, weiter, 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 weiter. Weiter, 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 gewinne. Was ist das denn nochmal, was hier angezeigt wird? Verstehe ich nicht. Muss ich mal nachfragen oder nachlesen. Der Kreis hat doch irgendwas zu bedeuten. Knapp. Na? Kommt gar nichts raus. Keine Überraschung. Na gut. Wieder zu springen hier. Ein bisschen genauer. Oh, da. Der Beinchen. Ist ja niedlich. Oh Gott. Na, die entwickeln sich dann hier auch weiter. Gesehen, die Beinchen. Alles klar. Aber somit muss ich in diesem Bereich
alle haben. Weil oben wird 0 angezeigt. Müsste das nicht ein bisschen vibrieren? In Form eines Erdbebens? Okay. Das ist kein süßes Baby mehr. Was ist das denn? Was ist das? Oh Gott. Komm her, du Bitch. Nein! Aufladen, das bringt nichts. Der bumst mich sonst. Warum haut mir seinen dicken Penis im Mund? Ins Gesicht. Das geht nicht. Scheiße. Ja, die kleinen Beinchen. Ja, okay, oben ist eh ein Speicherpunkt, dann mache ich das mal fix. Ja, der fickt mich sonst. Aber richtig hart. So, neuer Versuch. Scheiße. Na, das wird jetzt ein Spaß. Ja, der Überraschungseffekt, der war ich schon wieder da. Okay. Oh, nee. Oh, nee, 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 nee. Da muss ich ja wirklich unten ran. Bitte, nix. Sau gut gepanzert. Oh nein, Herr. Puh. Ja, das hätte ich vorhin nicht. Scheiße. Ja, es funktioniert, ne? Aber es ist echt eng. Da ist auch das Erdbeben. Sehr geil. So, wo können wir denn hin? Da hinten sieht doch ganz gut aus. Machen wir uns mal auf den Weg. Das war falsch. Ah, das war komplett falsch. So, durchspeichern. Direkt weiter zocken. Keine Pause heute. Das geht so nicht weiter. Aber das ist... keine Ahnung. Erinnere ich mich nicht dran. Gab's auch gar nicht. So wie vieles. Die ist immer noch zu. Mal direkt durch. Oder? Ja. Einmal komplett durch. Klack, klack.
Was war hier eigentlich? Das müssen wir nochmal kurz abchecken. Okay. Nee, das hatten wir ja. Da oben war ich auch. Wieso kommen die Viecher nicht mehr raus? Vielleicht im Bug. Ja, was ist hier? Na, schau an. Oh Gott. Das war doch eine 1A-Leistung. Guck mal, Sport. Einzelsport. Ha, zack. Da haben wir ihn. Wollen wir nicht missen. Und weiter in die Tiefen der Höhle. Man hat ja gesehen, das sind da auf jeden Fall schon mal neue Formen, die echt einen richtig hart bumsen können. Das könnte echt eng werden. Also wir haben jetzt dann jetzt auch Wochenende und morgen kann ich eh nicht los. Das wird wohl erstmal nicht mit dem Controller. Oh. Aber demnächst. Speichern. Perfekt. Den nehmen wir mit. So, ein neues Terrain. Ach, Super Missiles oder was? Ja. Das kann ich auf jeden Fall noch vom Super Metroid auf den Super Nintendo. Da müssen wir jetzt nochmal schauen, wo ich die herbekomme. Ist das jetzt klug, dass ich die öffne? Okay. Ich verstehe. Ich weiß gar nicht mehr, wie sich das nennt oder wie das hieß, aber dieses Schnelllaufen scheint auf jeden Fall ein Thema in der Version zu sein. Was mache ich denn? Genug zu erforschen. Hier rüber. Na. Was seid ihr denn für Seepferdchen? Oh, hier kommen die auf jeden Fall raus. Ups. Ah, auch wieder das Zeichen für das schnelle Laufen.
gehen wir einfach mal. Ach, brachial? Nee. Erstmal langsam erforschen. So, und hier warten 10 Metroids auf mich auf der Ebene. Könnte sicherlich eine enge Nummer werden. Also 2 Stück hintereinander, das wird echt eng. Na, eigentlich nur mal. Ich hatte bisher, glaube ich, jetzt noch nicht einmal, dass da oben irgendwie was ist. Und auffällig ist es ja auch nicht bisher. Über die Ebene. Okay, gut. Eine Fabrik. Verlassene Fabrik. Mit Roboterscheiß. Mal gucken. Ah. Guckt euch das an. Was brauche ich dafür? Natürlich diese Super Missiles. Habe ich noch nicht. Egal. Dauert mir zu lang. Okay, wie mache ich das denn jetzt? Das will ich haben. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber gut. Geil. Den kann ich sehr gut gebrauchen. Da kann man nicht meckern. Zweimal. Zwei Sachen auf einmal. Was ist denn das? Erinnert mich jetzt wiederum auch vom Super Nintendo in dieser Wasserwelt. Bin ich hier bestimmt einiges überlaufen. Ich glaube, ich bin ganz nah. Gefühl, da kommt gleich was. Oh. Jawohl. Du Bitch. Scheiße. Komm her. Bitch, ey. Puh. Ich wollte es gerade aussprechen, da erwartet mich doch gleich was. Mann, ey. Na gut, aber hier gibt es das ja. Oder noch nichts. Hm. Theoretischerweise hätte ich das einfach durchlaufen können. Soll noch nicht so sein. Na,
vielleicht gibt es ja hier noch was. Wie komme ich jetzt hier hoch? Machen wir es so. Auf jeden Fall war es hier noch nicht gedacht. Hier rein. Das geht dann nämlich gar nicht, ne? Das muss ich mir merken. Kann ich hier mich... Place. Ja, geil, das geht. Moin! Dann merke ich mir das Teil einfach mal. Ah, hier geht's rein. Da sieht ja auch schon wieder ein Land aus. Super anderer Sound. Ey! Es lohnt sich zu graben. Genauso wie beim Sammeln. Wollen wir mal rein. Herrlich, genau das braucht ich. Ey, das Horn schockt. Ich hab mal kurz mein Maul und genieß das. Das war's mit Melodie genießen. Ah, das Game schockt doch nur. Was sind hier denn für Teile? Kleine Brötchen oder so. Ja, auch mal so nebenbei, ne, Leute? Also, der hat ja auch die ganzen... Musik und Melodie alleine gemacht, ne? So. Hätte der ein Spendenkonto, ich weiß es ja nicht, dann... Also ein Zehner will ich springen lassen. Wahnsinn. Ah, guck mal, was haben wir denn da? Jawohl, Speed Booster.
So hieß das Ding. Noch mal testen. Hast du irgendwas? Nee. Alles klar. Schön wegficken die Dinger. Geil gemacht. Ja, man merkt, man ist in einer alten Fabrik. Hm? Da muss ich von der anderen Seite kommen. Ganz anders aus. Anlauf? Ja. Das funktioniert dann doch schon noch ein bisschen das Gripsen. Die Hirnmasse da oben. Ich glaube, da muss ich ziemlich schnell sein. Soll ich das denn jetzt machen? Da durchlaufen? Okay, ich breche erstmal ab. Dann ist das eben so. Dann gehen wir erstmal zurück. Nicht so meine Art, aber ich habe da jetzt auch keinen Bock, irgendwie gefühlte 2 Stunden da das rumzutesten. Aber ich werde mich so oder so irgendwann wieder dem stellen müssen. Naja, gucken wir mal, was hier ist. Hier scheint so ein bisschen. Okay, habe ich nicht gehört. Ich dachte schon, da kommt wieder gleich einer. Okay, Spacer-Bee. Geil.
fetzig. Okay, okay. Wir können dort hinten links. Du bellst schon wieder da im Hintergrund. Dann gehen wir immer so hoch. Was bellst du denn da hinten? So Leute, erstmal speichern. Ja, was willst du denn? Hä? Alles klar. Was denn? So, dann bis zum nächsten Let's Play. Bis gleich. Oh.